Hallo Leute, willkommen auf der LS22 Silveran Forest. Begleitet mich dabei, wie ich in dieser waldreichen Gegend für die Ernährung der Dorfbevölkerung sorge und gelegentlich ein paar Bäume fälle und anpflanze. Dies ist Teil 53. Wir haben immer noch Mai. Früher Nachmittag, könnte man jetzt sagen. Ich guck mal, ob auf den Feldern alles in Ordnung ist. Also mit gucken meine ich jetzt hier, ob der Düngezustand und so gut ist. Wir sind ja heute schon oft genug an den Feldern vorbeigefahren. Ah ja, dieses hier könnte noch mal gedüngt werden. Okay. Was wächst da nochmal? Hirse, und wann ist die reif? Da könnten wir auch noch morgen düngen. Denn ich will ja eigentlich schon lange einen neuen Hof bauen. Und irgendwie wäre heute eigentlich ein guter Tag dafür. Ah, ich wollte noch mal gucken, ob ich eigentlich Gerätschaften zum Grasernten habe. Nö, habe ich bisher irgendwie nicht. Muss ich mir dann natürlich anschaffen, wenn ich mir Schafe kaufe. Weil ich habe kurz überlegt, ob ich da, wo ich den Hof bauen will, erstmal Gras mähe. Aber ich habe hier genügend Grasflächen rund um die Felder und so. So. Für ein paar Schafe reicht das mehr als genug. Ja, das hier ist die Fläche, wo ich Hof bauen will. Mal absteigen. Gucken. Es ist nur so relativ gerade. Hier ist es sogar ein bisschen abschüssig. Also der Weg ist deutlich höher als hier diese Wiese. Da müsste ich dann so eine Art Stufe reinmachen. Das Farmhaus könnte ich vielleicht hier in diese Ecke stellen, ein bisschen abseits vom von Hallen und so. Oh, und hier geht es natürlich krass runter. Aber es ist klar, es geht zu einem Flussufer. Ja, mal gucken, wie gut man hier Hof bauen kann. Für einen kleinen Hof reicht es bestimmt. So. Ja, schauen wir doch mal. Probieren wir einfach mal aus. Oh, hier ist gar nicht so viel Bodenarbeit nötig. Hier. Dort schon eher. Oh, und das Haus ist größer, als ich gedacht hätte. Also es nimmt... es nimmt viel mehr Platz von der Wiese ein, als ich so auf dem Plan hatte. Vielleicht reicht das Ganze nicht, um einen ausreichend großen Hof zu bauen. Aber das wird schon schön hier mit dem Farmhaus.
Ich denke mal, das baue ich einfach mal. Dann ebne ich vorher ein bisschen selber ein. So. Machen wir hier so auf mittlerer Höhe. Und rund, ja, durchaus, aber ein bisschen größer. Ein bisschen stärker. Der Hof wird hier auf alle Fälle irgendwie Stufen drin kriegen. Weil insgesamt ist das Gebiet schon abschüssig. So. So, jetzt platzieren wir mal dieses Farmhaus. Ja, so schräg finde ich ganz passend. Es ist so ein bisschen an das Ufer angeglichen. Und Boden. Gucken, was wir hier so haben. Nicht viel. Tja, bleibt fast nur Schotter. Pflaster. Ich glaube, Schotter ist hier besser geeignet. Mache ich erstmal hier diesen Bereich. Nicht zu viel Pflanzen wegmachen, denn es ist immer teuer, wieder Gras hinzumachen. So. Gut. Ja, dieses Farmhaus ist Teil von meinem modernen Farmgebäude-Pack. Auch Hörmann Fanpack genannt. Also ich nenne es auch Hörmann Fanpack. Und weil es die Hörmann Texturen und Farben benutzt. Und ja, wenn ihr bzw. wir Glück haben, könnt ihr das jetzt schon im ModHub runterladen für alle Plattformen. Wenn nicht, dauert es noch ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich es schon im ModHub eingereicht, dieses Pack. Da ist dieses Farmhaus dabei und jede Menge Unterstände, die ich hier teilweise auch verbauen werde. Aber ich dachte mir, um den Amerikanern klarzumachen, dass ich weiß, was amerikanischen Landwirten wichtige Gebäude sind, baue ich hier auch eine amerikanische Scheune hin. So. Mit Silo dabei. Ich denke mal, die würde hier halbwegs passen. Ja, da muss ich dann natürlich auch ordentlich einebnen. Ja, mache ich das doch mal. So. Bisschen größer, stärker. Und dann ebne ich mal hier so auf der Ebene ein. Hier sieht man schon so die Stufenbildung. Am Schluss werde ich das Ganze dann noch irgendwie glätten, damit die Hoppel innerhalb von dem Hof nicht allzu krass sind. Da sieht man schon zum Weg hin, wird es eine Stufe geben. So, jetzt stelle ich erstmal das Gebäude hin. Ich hoffe, das passt dann. So.
Die hier ist auch ein Mod von mir, gibt schon länger im Mod-Hub. So, da bin ich. Ja, das? Nee. Ich dachte, das wäre 45.000. Das ist noch nicht zufrieden mit meinen Erdarbeiten. So passt es halbwegs. Ob ich das so nehme oder ich glätte noch ein bisschen, ebne noch ein bisschen weiter. Ah, wenn ihr euch fragt, warum ich hier Einebnungsarbeiten mache, obwohl das ja auch einfach beim Platzieren automatisch gemacht wird, ist hier kann ich halbwegs steuern, auf welcher Höhe ich das einebne und wie groß drumherum ich das noch einebne, sodass es halbwegs passt und ich da ja einigermaßen bestimmen kann, wie es wird. Und wenn ich das einfach so platziere, dann macht das oft an ziemlich krassen Stellen diese Stufen hin. Ja, hier nur 85 Euro mehr, da macht er dann kaum was. Da geht es mir jetzt nicht um die 85 Euro, sondern das ist ein Zeichen von, das empfindet er jetzt schon als ziemlich eben. Gut, dann werden wir auch hier mal den Boden schottern. Und vielleicht werde ich hier jetzt einfach mal den ganzen Platz schottern. So, mit so ein bisschen Randstreifen. Wo ich dann den Zufahrtsweg hinmale, das werden wir noch sehen. So. So. So, die hatten wir doch schon ganz schön eigentlich. Ja. So. Und jetzt glätte ich hier ein bisschen. Das heißt, ich mache diese Stufe hier sanfter. Soweit es möglich ist. So. Schwebt das Silo? Na, ich will doch nicht hoffen. Und hier versuche ich auch mal so ein bisschen. Da sollte ich auch noch ein bisschen einebnen. Sonst sieht das so komisch aus. So. Das sieht auch komisch aus. Sehr viel Platz für Hallen und so habe ich gar nicht. Schlimm, schlimm, schlimm. Naja, es ist halt letztlich nur ein kleines Dreieck. Okay. Also eine große Halle brauchen wir auf jeden Fall. Mindestens eine große Halle. Und da nehme ich jetzt auch von diesem modernen Farmgebäude-Pack. Da gibt es die mit Metall, so im Hörmann-Stil, mit Farbwahl. Hier so. Aber ich will die mit dieser Holztextur. Das ist auch Hörmann. Und das passt zu dem Haus, finde ich. Tja. Wenn ich die jetzt hier hinstelle, ist das irgendwie alles schon ein bisschen verbaut. Okay, aber so ist es nun mal, wenn man nur ein Dreieck hat
zur Verfügung kann. Dann muss ich hier jetzt auch einebnen. Und hier kriege ich dann nur noch so einen kleinen Unterstand hin. Und das war's dann auch schon. Tja. So. Na, hier ist ziemlich perfekt. Jetzt ist die Frage. Ich meine, hier müsste ich, will ich noch gut durchfahren können. Dann ist es besser, wenn ich es mehr in die Richtung mache. Komme ich auch gut zum Silo hin. Und hier kann ich sowieso keine weitere Halle hinstellen, also rechts davon. Mal gucken, was da überhaupt noch hinpasst. Das ist die kleine. Na, sowas passt da schon noch hin. Vielleicht passt sogar noch der mittlere hin. Ja, müsste gehen. Ist das Haus zwar nicht so freistehend, wie man es gerne hätte, aber ich würde sagen, das ist okay. Da komme ich dann überall links und rechts noch durch. Dann mache ich hier nochmal ein bisschen optimierter. So. Und mal da auch noch mal mehr Schotter hin. So. Hier, das sind ja auch Hörmannhallen. Die haben die gleiche Textur. Und die hat mir so gut gefallen, diese Halle. Da wollte ich unbedingt ein Pack machen, mit das zu diesen Hallen passt. Ja, und das nenne ich für mich Hörmann Fanpack, aber offiziell heißt es modernes Farmgebäude-Pack. Weil Hörmann Fanpack kann man ja sowas eigentlich nicht nennen. So, also steht es fast perfekt. Ist es auch korrekt ausgerichtet? So. Und eine kleine Kaufstation brauche ich natürlich auch. Und dann ist die Frage, kann man hier noch was hinmachen? Allerdings braucht man hier natürlich Platz für die Einfahrt. Also, erstmal die kleine Kaufstation. Ist die Frau, oh, die passt ja praktisch überall hin. Die könnte man hier hin quetschen. So, da drunter und dann kann man im Vorbeifahren Sachen kaufen. Gut. So, jetzt schauen wir mal hier. Also da muss man hier so reinfahren. Ich guck einfach mal, wie groß so eine ganz kleine Halle ist. Gibt's doch hier. Da, die da. Oh, zu groß. Dann kann man nicht mehr wirklich gut in die
in die Scheune reinfahren. Also ich kann da nicht mehr richtig gut in die Scheune reinfahren. Und schon hier die seitlichen Hinterausgänge sind ja irgendwie kritisch, weil es da gleich im Berg runtergeht. Und das Haus wird dann auch zu sehr voll gebaut davon. Also muss ich hier mit den beiden auskommen. Und natürlich die Scheune. Kleine Sachen kann ich in die Scheune stellen. Okay. Dann könnte man hier gegebenenfalls einen Zaun machen, dass man da nicht runterfällt. Und da vielleicht einen kleinen Weg zum Ufer. So. Matsch wollen wir nicht. Nee, Pflaster. Dreck will ich. Sand. Sand ist okay. Ja, Sand ist gut. Also. Ein bisschen breit fast, aber man kann deutlich sehen, das ist hier der Weg zum Strand. Ja, wenn man rückgängig machen könnte, würde ich das jetzt rückgängig machen und schmaler machen. Aber man kann ja nicht rückgängig machen. Und dann geht man eben breit zu mehreren zum Strand runter. Und hier mache ich ein bisschen glätten. So, dass es nicht so abrupt ist. Oh, das ist zu groß. So. Aber da tut sich schon gar nicht. Doch, ein bisschen was tut sich noch. Ich denke mal, irgendwann Richtung Ufer kann man dann auch keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Aber hier bewegt sich noch was. So. Okay, jetzt gucken wir mal nach den Zäunen. Da dachte ich an so einen, sowas hier in der Art. Am liebsten eigentlich so einen Zaun in Weiß. Weil ich denke mal, ein weißer Zaun würde schon gut aussehen. So amerikanisch halt irgendwie. Und dann nehmen wir halt diesen Zaun. So. Und hier lasse ich ein bisschen was offen. Da werde ich hier vielleicht auch noch mal glätten, dass man hier schon noch rausfahren kann. Und zur Not hier so... Sollte ich gleich mal glätten. So. Wahrscheinlich wäre es schon besser, wenn ich hier noch mehr so einebne. Also zumindest zum Rausfahren wäre es besser, aber es würde den Hang schon ziemlich zerstören. Und so kann man dann in der Schräge irgendwie noch fahren. Wenn ich das hier jetzt mehr einebne, dann geht das bis hier und dann wird es so steil, dass man dann abstürzt. Ich denke mal, dass ich es so ungefähr erstmal lasse. So, Zäune, der Weiße. Und eben hier eine Lücke lassen, dass ich da gegebenenfalls noch rumfahren kann. Ja, wahrscheinlich würde man erwarten... Ist es vielleicht sowieso zu steil?
Das ist hier sowieso zu steil. Also machen wir den Zaun praktisch ab hier. Vielleicht so, dass man zu Fuß noch durch kann. So. Gut. Und dann, also das ist jetzt mehr so ein Absturzschutzzaun und kein fremde Leute Abwehrzaun, wie man hier deutlich sehen kann, weil von hier kommt man ja frei rein, aber das Gelände ist viel zu klein, um das auch noch einzuzäunen. Dann würde ich da ständig überall hängen bleiben. Jetzt versuche ich mal, ob es hier eine Bergtextur gibt. Nein, gibt es nicht. Sonst hätte ich hier jetzt so ein Fels hingemalt. Und so male ich dann vielleicht besser irgendwie Gras hin. Und mache ein paar Büsche oder so. So. Oh, die sind doch ganz nett. Bisschen hoch zum Teil, aber von der Veranda aus kann man da trotzdem noch gucken. So. Gut. Gibt's hier schon einen Grill? Wir haben hier eine ordentliche Veranda da. Kann man es praktisch so das ganze Freizeitvergnügen zelebrieren. Aber einen Grill sehe ich nicht. Dann gucke ich mal, ob ich hier einen Grill habe. Den könnte man dann hier hinten aufstellen. Immerhin habe ich ein... Habe ich ein Picknick-Dings? Ja, ich habe ein Picknick-Dings. Dann habe ich auch einen Grill. Sehr gut. So. Mit ein bisschen, obwohl vielleicht lieber hier mit Blick auf den See kann man dann grillen. Und dann kann man hier diesen schönen Picknicktisch hinstellen. Ja, mache ich da noch Wiese? Eigentlich nicht. Es ist überall rundrum Wiese. Und wenn man da picknickend sitzen will, dann ist eigentlich Schotter besser. So. Aber da könnte man vielleicht ein, zwei Bäume hinstellen. Damit es hübscher aussieht. Ich guck mal, ob ich sonst hier irgendwie was hab, was da Sinn machen würde. Ich glaube aber nicht. Ich habe hier noch so diese Garagen. Mal gucken. Aber ich glaube, die würden das Ganze furchtbar hässlich machen. Und eine Garage brauchen wir eigentlich nicht. Oder? Habe ich ein Auto? Nee. Ich benutze mein JCB statt Auto. Also Bäume. So. Weil hier in der Mitte im Baum, dazu ist das Ganze zu klein. Hier könnte man auch noch einen Baum hinpflanzen. So, das ist schon die große Eiche. Okay, aber würde gut sich da ganz gut machen.
Und hier dann vielleicht eine mittlere Eiche. Ja, die würde mit dem Helfer zusammenstoßen bei der Ernte. Also besser hier. Und die kleine. Hier. Und dann machen wir da noch ein bisschen Erde hin. So. Schön rund. So ungefähr. Und dann können wir da vielleicht auch noch eine kleine Picknickbank hinstellen oder so. So, da drunter. Vielleicht hier noch so ein paar Mini-Büschchen. Ah, die haben hier nur große Büsche. Oh, hier ist sowas. Dekoratives Pflanzengesocks. Ja, das ist doch ganz nett. Ja. Ist ja fast schon blumenbeetartig. Oi, 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 oi. Hier haben wir was Kleines. Busch. Ja, ein kleines Büschlein. Okay, und da dann eine Dekoration. Ich guck mal, wie sich hier die Picknickbank ohne Schirm macht. Ich glaube, ganz gut. Ich nehme jetzt hier gerne diese achteckigen, weil die sind ja hier auf Silverrand Forest sehr verbreitet. Und die Werbevideos zu Silverrand Forest haben mich dazu inspiriert, diese Bänke zu bauen. Schon vorab, bevor das Pack draußen war. Und ja, darum verbaue ich die hier jetzt natürlich sehr, sehr gerne. So, die sieht man ja auch überall, wenn man hier in der Gegend rumfährt. Und vielleicht stelle ich sogar hier noch eine hin. Nö, macht nicht viel Sinn. Da wäre hier eher so eine Jahreszeitendeko sinnvoll. Was ist das für ein Ding? Ah, eine ganze Gruppe. Die würde da Sinn machen. Naja, ja. Hier macht die Sinn. So. Und hier nehmen wir dann noch das mit der Schubkarre. So. Und dann hier noch dieses. Oh, dann ist das aber hier krass dekoriert. Ich glaube, die hier sind auch Jahreszeiten-Deko-mäßig. Dann muss ich jetzt hier nur noch Zugangswege machen und vielleicht ein bisschen blümeln. Oh, ich sehe schon, das wird eine recht lange Folge, aber ich denke, es macht Sinn, das fertig zu malen. Wir sind hier ja auch in der Endphase. So. So. Na, da habe ich hier die Erde übermalt. Mal gucken, ob ich die wieder hinkriege. Hier lasse ich da die Wiese. Ja, ich denke mal, ich lasse die einfach. Da fährt man zwar ständig drüber. So.
Aber davon geht die ja nicht kaputt, die Wiese. Und hier mache ich aber praktisch alles geschottert. Das sieht sonst zu komisch aus. Man könnte da noch was Dekoratives hinmachen. Vielleicht werde ich einfach in den nächsten Folgen noch, sagen wir mal, ein bisschen nachdekorieren. Also immer mal ein bisschen. Damit es jetzt nicht ausartet. So. Hier natürlich für die Fahrt zum Silo. Eigentlich müsste der ganze Zugangsbereich geschottert werden. So. So, ja, ich denke mal, da kann man noch einiges an verschönernder Arbeit reinstecken. Aber hallo. Das würde jetzt zu weit führen, das alles auf einen Schlag zu machen. Aber ich denke mal, so kann man mit diesem Hof was anfangen. Es ist ein kleiner Hof. Aber ich habe ja da auch noch einen anderen Hof. Dann lasse ich einfach alles, was mit der Gartenarbeit zu tun hat, auf dem anderen Hof. Wahrscheinlich wird es hier auch mit dem Helfer Probleme geben, mit dem Wenden. Aber das muss ich wohl einfach in Kauf nehmen. Wenn ich erst ab hier angefangen hätte zu bauen, wäre das Ganze ja noch viel enger geworden. Jo. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.